DVB-T wird abgeschaltet. Ihr Bild ist bald weg. DVB-T wird abgeschaltet. DVB-T wird abgeschaltet. DVB-T wird abgeschaltet. DVB-T wird abgeschaltet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Trend17TV. Euer Trendsec für euch am Mike. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zum Thema DVB-T 2, DVB-T, der Umstieg. Vielen Dank auch nochmal für eure Zusprache auf das Video DVB-T, die Abzocke. Ich bin überwältigt von eurer Zusprache, von den Kommentaren auch auf dieses Video. Deshalb habe ich gedacht, mache ich da nochmal ein zweites Video. Damit möchte ich auch so ein bisschen auf die Kommentare eingehen, die zu dem Video hier gemacht wurden. Ich sag mal, zu 99% echt positives Feedback hier. Also ganz toll, ganz lieben Dank nochmal dafür. Ja, DVB-T 2 ist ja nun am Start. Die Gratisphase ist auch bei mir inzwischen abgelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja damals diese beiden Receiver neu gekauft für DVB-T 2. Der Umstieg ist ja nun mal recht kostspielig dann. Ich habe mir zwei neue Receiver gekauft, habe das alles installiert, habe die Gratisphase sozusagen noch ausgekostet. Und ja, ich muss sagen, von der Bildqualität ist das natürlich schon nicht schlecht. Den HD-Umstieg wollte eigentlich so weit, ich weiß keiner. Aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann die meisten oder ich sag mal, wenn man alle Kanäle dann in HD hat. Auch wenn ich bei dem Privatfernsehen natürlich bei einer Sendung, bei einem Film ständig, ja wie gehabt, durch Werbung gestört werde. Ich sag mal, so ein Film auf dem Samstag oder Sonntagabend, der wird dann mal locker 7, 8, 9 Mal durch einen Werbeblock unterbrochen. Und ich sehe das ehrlich gesagt bis heute nicht ein. Bei mir hat sich nichts geändert. Die kriegen von mir keinen einzigen Cent für ihren DVB-T 2 Umstieg. Ich werde das nicht bezahlen. Ich werde mich auf die Öffentlich-Rechtlichen stützen, soweit ich dann überhaupt noch mal Fernsehen gucke. Das wird ja dann auch immer weniger. Wenn ich mich so umhöre bei den jungen Leuten, da guckt eigentlich kaum noch jemand Fernsehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, aber das Fernsehen muss sich nicht wundern. Ne? Bei dem Programm, was einem da so geboten wird, muss man sich wirklich nicht wundern, wenn das Fernsehen immer mehr Schwierigkeiten, immer größere Schwierigkeiten bekommt. Ja, also wie gesagt, das Thema ist immer noch ganz heiß, immer noch ein ganz heißes Eisen. Ja, zur Qualität wollte ich nochmal zusätzlich zufügen. Ich habe mir die beiden Receiver gekauft, ich habe das alles getestet, jetzt über 4 Monate sind es jetzt schon oder 5 sogar. Und ich muss sagen, ich habe teilweise doch immer mal ein Standbild gehabt. Das fand ich ein bisschen nervig, habe ich vorher bei DVB-T gar nicht gehabt, bei DVB-T 1. Einfach ein Standbild, das Bild war einfach eingefroren und dann muss man das ganze Gerät abschalten. Es liegt also definitiv nicht am Gerät. Das Gerät lief vorher auch schon mit HD teilweise einwandfrei und scheinbar klappt das wohl noch nicht so richtig, was sich da Freenet hat einfallen lassen, auch wenn sie täglich mit ihrer Werbung einen langsam anfangen zu nerven. Da ist also noch viel Verbesserung nötig, denke ich mal. Das Ganze läuft noch nicht so ganz rund. Aber wie gesagt, ich möchte hier heute nochmal auf die Zuschauer Antworten oder Fragen auch eingehen. Ich werde also keine vollen Namen nennen, beziehungsweise wenn hier Internetnamen sind, die werde ich natürlich dann voll angeben. Ich habe hier beispielsweise auch ganz lustige Sachen dabei. Hier ist ein Kommentar beispielsweise. Ich fange mal mit den ersten Kommentaren unter den Videos an. Von Game Overland vor 3 Monaten. Fernsehen bildet. Ich habe nun den Bachelor im Dschungelcamp gemacht. Also das ist richtig, richtig lustig. Dann habe ich hier eine Frage von The Loudest Marcel. Kann man eigentlich weiterhin kostenlos über SAT Schüssel die privaten empfangen? Die Sache ist, dass bei uns noch ein voll analoge, nicht HD-fähiger, uralter LCD-Fernseher steht, der noch gerne benutzt wird. Ja, dazu haben wir dann hier geantwortet. Bei der SAT-Schüssel ändert sich ja soweit erstmal nichts. Bis 2020 wird alles erstmal so bleiben und dann werden dort auch die SD-Programme verschlüsselt, also beziehungsweise entfernt und in HD dann halt verschlüsselt. Die SD-Programme, die gehen dann raus. Die sind ja jetzt noch kostenlos bei SAT. Das Ganze wird dann ebenfalls verschlüsselt, kostet dann also auch Geld. So, kommen wir jetzt zum nächsten.
beim Witfig A, heißt der gute Mann hier. Wir schauen seit über 10 Jahren gar keine Privatsender mehr. Was regst du dich denn auch auf? Lass die Dinger doch einfach weg und gut. Die von dir richtigerweise angesprochene Bildung gibt es eh nicht bei den Privaten. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Dann haben wir hier einmal Herrn A. Welzel. Ich nutze DVB-T2 am PC mit einem USB-Stick, funktioniert problemlos. Und mir genügen die Öffentlich-Rechtlichen vollkommen. Hier in Berlin immerhin 16 Sender, wenn man mal den Home-Shopping-Kram weglässt. Um die Rundfunkgebühren kommt man ja eh nicht rum, das sehe ich auch so. Aber zusätzlich noch Gebühren für Privatsender oder Kabel oder IPTV, danke, nein. Auch das sehe ich ganz genauso. Ich finde die Gebühren, die Freenet da verlangt, 69 Euro im Jahr, finde ich ein Hammer, finde ich eine Frechheit für die privaten Sender, die ihren Umstieg jetzt auf unsere Kosten, also auf die Kunden ja abwälzen. Ja, das Ganze hat ja Geld gekostet, dieser Umstieg auf DVB-T2. Und das sollen wir jetzt zahlen. Das kommt also nicht in die Tüte hier. Das sehe ich also ganz genauso. So, dann haben wir hier noch einen kürzeren Kommentar von Speedy Speed. DVB-T2, der letzte Dreck. Und noch Zahlen auf gar keinen Fall. Das sehe ich auch so. M. Lauder schreibt hier, ARD in HD ist doch großartig. Von der schmierigen DVB-T1 Auflösung schmelzen doch die Augen. Auch wenn man keinen Bock auf die Privaten hat, dann kauft euch doch kein Freenet-Modul. Ja, das muss natürlich, sehe ich ganz genauso, das muss jeder so machen, wie er das meint. Dann habe ich hier noch einen Kommentar von Ludger Benning. Mir reicht das Öffentlich-Rechtliche völlig aus. Ich brauche diesen ganzen Werbedreck nicht. Das sehe ich ganz genauso. Wer dafür noch extra bezahlt, ist selber schuld. Für mich ist DVB-T2 HD eine gute Lösung, da ich eine Top-Außenantenne habe, mit der ich auch noch holländische Programme empfange. Da habe ich hier einen Kommentar von G. Mainz vor 2 Monaten. Die sollen sich die TV-Programme im Hintern stecken. Die Abzacker, deutsches Fernsehen ist nur Volksverdummung. Auch nicht schlecht. So, ein Kommentar von Cougar Gaming. Ein Witz ist, dass über den Kopf der Konsumenten hinweg entschieden wurde. Ich brauche kein HD, das ist pure Geldgier. Die Privaten rechtfertigen die Gebühr mit der Bereitstellung von DVB-T2. Ganz genau so ist das. Und wir sollen den Umstieg dann bezahlen durch die Gebühren. Dann habe ich hier noch einen Kommentar von Jo G. Ist wohl abgekürzt. Ich finde, das ist keine Abzocke. Das ist wieder ein Pro-Kommentar hier für die DVB-T2-Geschichte. Das trifft nur auf Pflichtgebühren zu, wie Steuern oder Rundfunkgebühren. Privatfernsehen ist kein Pflichtfernsehen. Ach nee. Wem zum Beispiel Sky oder Netflix zu teuer ist, der muss das doch auch nicht kaufen. Ja, das ist schon richtig. Außerdem zahlen Kabelkunden auch 10 bis 30 Euro im Monat, oft schon in der Miete enthalten. Da ist ein Antennenzuschauer mit 5,75 doch gut bedient. Ich glaube, die gute arbeitet bei Freenet, habe ich das Gefühl hier. Und mal ehrlich, was kostet 19 Cent pro Tag? Das ist eine halbe Tasse Kaffee bei der Imbissbude deines Vertrauens. Ja gut, das ist auf jeden Fall, kann man so stehen lassen. Einfach pure Abzocke habe ich hier von Green Lives Matter. Einfach pure Abzocke, überall kommt der Staat und sagt, gib mal was ab. Das ist wie wenn du eine Tüte Chips auf der Arbeit isst und der Dicke immer mit der ganzen Hand reingreift. So kann man es aussehen, genau. So, was haben wir hier noch? Einmal die Endzeitstille. Big Ben ist doch auch extrem nervig scheiße, ja. Sehe ich auch so. Mein privates Fernsehen heißt Netflix und Co. von S. Hildebrand. Butztill schreibt, lieber zukunftssicheres Internetfernsehen als DVB-T2, was irgendwann auch wieder abgeschaltet wird. Ja, das ist auf jeden Fall möglich, dass das wieder geändert wird. Vielleicht dann auf DVB-T3 und kostet dann das Dreifache. So, da haben wir hier noch einen Kommentar von Tom123. Da kann ich genauso gut für 70 Euro 7 DVDs von den Simpsons kaufen. Ja, ganz genauso. Schaut euch mal mein Video zu DVB-T-Abzocke an. Dann versteht ihr diesen Kommentar, der sich auf die Simpsons bezieht. Da habe ich das Fernsehprogramm vorgelesen. Ich sag mal so von einer Woche, so ein Auszug von einer Woche, was Pro7 denn so für tolle Sachen ausstrahlt in der Woche. Solltet ihr euch nicht entgegenlassen, das Video ist wirklich lustig. Kann man sich mal geben. Kommentar hier noch von ZNA-Tix. Warum guckt man überhaupt noch Fernsehen? Ist eh nur scheiße. RTL 2 war sonntags morgens früher immer das Beste. Der ist noch ganz lustig hier. Hier habe ich noch einen Kommentar von Markus Bleschke.
Ich werde keinen Cent für diese Hartz-IV-TV-Gehirnwäsche bezahlen. Dann bleibt das Bild halt schwarz und Punkt. Filme, Serien gucke ich eh nur auf DVD und Blu-ray. Das wird eh ein Reinfall wie HD+. So, ich habe hier mal so ein paar Kommentare. Das sind jetzt nicht alle, sonst wird es auch zu eintönig hier. Habe ich hier mal vorgelesen. Und ich muss sagen, es ist wirklich lustig. Schreibt doch nochmal was rein hier auch unter dieses Video, was ihr so für, wie die Meinungen doch unterschiedlich sind zu diesem Thema. Der Tenor geht ja eindeutig dahin, dass ihr auch nicht bereit seid für diese Gehirnwäsche und Werbeattraktion, die man jetzt im Privatfernsehen sieht, dieses Geld hinzublättern, 69 Euro. Ich sag mal, die Hälfte hätte vielleicht auch gelangt. Dann hätte sich das vielleicht der eine oder andere doch noch überlegt. Aber 69 Euro ist schon... schon heftig, ne? 19 Cent pro Tag hat die Dame vielleicht da richtig ausgerechnet, aber ich sehe das eigentlich nicht pro Tag, ich sehe das eigentlich immer im Jahr oder im Monat. Und selbst 19 Cent ist es für die Werbeinvasion auf Pro7, RTL und Konsorten einfach zu viel. Meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne unten in die Kommentarbox. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin gespannt, was ihr wieder einrieselt auf mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.